Schön, dass Sie alle da sind. Eine nicht sehr große, aber dafür sehr sympathische und illustre Runde ist es heute Abend zur Verleihung des Rosa-Jochmann-Preises. Bereits zum fünften Mal wird dieser Traumpreis vergeben und dass er großen Anklang findet, zeigt, welche Persönlichkeiten heute hierher gekommen sind. Ich begrüße allen voran Landeshauptmann Hans Diesel. Landesrätin Verena Gunst, die diesen Preis ins Leben gerufen hat. Ein herzliches Willkommen auch der Landtagsabgeordneten Gabriele Tietze. Der Bezirkshauptmann von Jennersdorf ist gekommen, Dr. Dr. Hermann Preeth, herzlich willkommen. Quasi auch ein wenig Hausherr, der Bürgermeister von Steinbrunn, Magister Klaus Meskulic. Sehr viele Vertreter der Sportverbände sind natürlich heute unter uns. Ich begrüße Karin Ohner, die Präsidentin der Sportunion Burgenland. Josef Lackinger ist da, der Präsident des Burgenländischen Leichtathletikverbandes. Grüß Gott. Der Rosa-Jochmann-Preis, ein großer Name, es war eine kleine und ungeheuer mutige Frau. Zum fünften Mal wird dieser Preis vergeben an die große alte Dame der österreichischen Sozialdemokratie, an eine Symbolfigur des Antifaschismus. Sie ist eine der wichtigsten Österreicherinnen der vergangenen Jahrzehnte, eine unermüdliche Kämpferin gegen Ungerechtigkeit gewesen. Ihr Leben umfasst fast ein ganzes Jahrhundert, 1901 bis 1994, und was sie alles erlebt hat und wie sie sich den Widrigkeiten der damaligen Zeit gestellt hat. Sie ist vielen noch aus ihrer Zeit nach der aktiven Politik in Erinnerung. Ich selbst hatte das Glück, sie einmal als Zeitzeugen kennenzulernen und zu erleben. Und wer dieses Glück mit mir teilen kann, der weiß, wie beeindruckend diese Frau war in ihrer Bescheidenheit. Sie hat es bis zu ihrem Tod im Jahr 1994 als Aufgabe gesehen, mit jungen Menschen über die Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen und davor zu warnen. Sie selbst, aufgewachsen als armes Kind, Fabriksarbeiterin, sie hat sich von der ersten Stunde an engagiert, schon als Teenager, das muss man sich einmal vorstellen. Sie war im Untergrund, sie wurde von der Gestapo verhaftet und schlussendlich ins KZ gebracht und war dort 5 Jahre interniert. Auch dort so etwas wie ein Schutzengel. Sie hat viel riskiert, um anderen Menschen zu helfen und das Leben anderer Menschen zu verbessern. Ich glaube, dass sie in ihrem Leben für Sport nicht allzu viel Zeit gehabt hat. Das Lesen war eines ihrer Hobbys. Das Reisen wäre es gewesen, wenn sie sich nicht immer so engagiert hätte. Sie muss aber dennoch eine gute Konstitution gehabt haben, denn sonst wäre sie nicht nach einem derart harten Leben über 90 geworden. Vielen Frauen ist sie bis heute, ich habe es schon gesagt, ein Vorbild. Und deshalb hat Landesrätin Verena Gunst auch den nach ihr benannten Preis ins Leben gerufen. Und ich darf Sie nun Ihre Grußworte bitten. Ja, meine Damen und Herren, Herr Landeshauptmann, Frau Abgeordnete, Frau Landesrätin und EU-Abgeordnete außer Dienst, liebe Jury, Präsidentin, Präsidenten, Vertreter des Sports, liebe Nominierte, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Zunächst einmal darf ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen. Heißen Sie mit mir willkommen die Moderatorin des heutigen Abends, ORF-Mitarbeiterin Nicole Aigner. Danke, dass Sie einsteigen möchte ich mit einem Zitat vom UN-Generalsekretär Kofi Annan, den wir ja alle kennengelernt haben. Er hat diesen Ausspruch getan anlässlich des Internationalen Jahres des Sports 2005. Er hat gesagt, Sport spielt eine wichtige, entscheidende Rolle für die Verbesserung des Lebens jedes Einzelnen. Aber nicht nur jedes Einzelnen, sondern der ganzen Gesellschaft. Rosa Jochmann ist vorgestellt worden, die auch eine große Rolle für viele Einzelne, aber letztendlich auch eine Kultfigur war, im Einsatz für andere, immer am Rande, dass sie sich selbst
um ihr Leben brachte durch ihren hundertprozentigen Einsatz für andere. Meine Damen und Herren, ja, der Rosa-Jochmann-Preis ist etwas Besonderes. Und es ist jedes Jahr für die jeweilige Jury eine schwierige Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen für eine Frau, die besonders herausragende Leistungen erbringt. Wenn man zurückschaut, wie die letzten fünf Male die Preise in den verschiedenen Kategorien vergeben wurden, so hat das auch immer nachhaltig gewirkt. Und genau um das geht es mir. Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, die es oft nicht einmal wollen, die es aber verdienen. Und in den letzten fünf Jahren, also vier Jahren, heute ist das fünfte Mal, dass wir den Frauenpreis vergeben, haben wir uns Besonderes ausgedacht. Und ich darf hier auch die Frau Magister Karina Rinkhofer als Referatsleiterin für all ihre Mitarbeiterinnen bedanken, aber auch sie Ihnen vorstellen. Sie haben letztendlich auch die Arbeit hinter den Kulissen zu tun. Heuer haben wir überlegt, welche Kategorie nehmen wir. Meine Damen und Herren, es ist ganz wichtig im Sinne von Rosa Jochmann und der Frauenarbeit, dass es immer um Gleichberechtigung und Gleichstellung geht. Gerade der Sport, meine Damen und Herren, ist aber ein Bereich, wo es Frauen zwar überall gibt, in verschiedenen Segmenten, aber niemals in einer gleichberechtigten Form. Lassen Sie mich einige Zahlen nennen. Wir begegnen, das wissen Sie, egal wo wir sind, Frauen, die in Sportvereinen hinter den Kulissen eifrigst arbeiten, sie sind nicht wegzudenken, dann wären alle diese Aktivitäten im Sport nicht möglich. Schaut man aber auf die Gremien Österreichs, so findet man andere Zahlen. Sportgremien, wo Entscheidungen fallen für den Sport, für die Weiterentwicklung, für wichtige Entscheidungen. 86% von Männern besetzt, 14% Frauen in Sportgremien. Geht man dann einen Schritt weiter und nimmt man beispielsweise her Preisgelder. 86% gleich zufällig wie die vorher genannten, 86% werden von Männern erreicht, von Männern vergeben, 14% an Frauen. So könnte man das noch fortsetzen. Was mir besonders wehtut, das macht mir auch die Berichterstattung. Bitte schauen Sie ganz bewusst auf Sportberichte. 84% Sportberichte im Sportberichtsteilen, Print, Medien, andere Medien, sind Männer im Mittelpunkt. Rest Frauen. Kommt man auf die reale Arbeit und auf die Errungenschaften und auf die Siege, heute haben wir einige unter Ihnen, im Profibereich, so haben wir auch im Burgenland Feste feiern dürfen, Erfolge feiern dürfen im Sport. Frauen, die in die Weltspitze gelangen. Aber was passiert denn im Amateurbereich? Wie breit sind da Frauen aufgestellt im Sport? Naja, heuer haben wir uns einen zweiten Schwerpunkt, außerdem immerwährend, nämlich Gleichstellung, Gleichberechtigung ausgesucht. Frauen und Gesundheit. Im Sinne des Work-Life-Balance-Systems wissen wir, dass es unabdingbar ist, dass wir alle versuchen, uns von der täglichen Arbeit zu erholen, zu entspannen, abzuschalten. Und da ist Sport natürlich Therapie und die große Möglichkeit, das auch zu schaffen. Und auch hier wollen wir einfach im Halbprofibereich und im Amateursportbereich Frauen besonders in den Vordergrund bringen. Und Sie können sich daher vorstellen, dass es schwierig war, heuer, die Jury hat sich schwer getan, eine von Ihnen herauszuheben. Aber ich möchte gleich vorweg sagen, Sie alle sind großartige Frauen in Ihrem Bereich. Der Applaus gilt Ihnen, Sie sind unglaublich willensstark. Unglaublich. Unglaublich
hart auch zu sich selber und unglaublich erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, Sport in den Mittelpunkt zu stellen, wenn es um den privaten Bereich geht. Meine Damen und Herren, vielleicht nur, bevor ich dann schon wieder zurückgeben darf, eine kleine Erinnerung an die Kategorien in den letzten Jahren. 2010, erstes Mal Rosa-Jochmann-Preis, Frauen in der Wirtschaft, Martha Dirnbeck aus Grafenschachen, das Restaurant Koi, wird Ihnen vielleicht ein Begriff sein, steht plötzlich eines Tages ohne ihren Mann da, der verstirbt, ein Transportunternehmen, Fuhrpark und so weiter. 2011, Frauen in den Medien, viele, viele Frauen in den Medien, die großartige Arbeit leisten. 2012, Frauen in der Sicherheit, ohne Sicherheit kein Leben, aber ohne Frauen in der Sicherheit wäre es auch nicht möglich. Feuerwehrdamen aus Rudersdorf. 2013, Frauen in der Technik in leitender Funktion. Doktorin Beate Kelz, die ist Werksleiterin bei der Firma Sanochemia in Neufeld. Unglaublich neben Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vielen anderen Dingen. Auch hier eine Frau von vielen, die wir in den Mittelpunkt stellen konnten. Wir haben immer sehr, sehr viele Nominierungen, wobei ich mich auch heute bei all jenen bedanken darf, die auch heute da sind, die vielleicht Damen nominiert haben. Mir ist auch wichtig zu besprechen mit Ihnen, was denn diese Skulptur hier tut. Wir haben uns im Jahr 2010 auch damit auseinandergesetzt, wie soll denn so eine Frauenskulptur, die dem Rosa-Jochmann-Preis gerecht wird, ausschauen. Und Sie werden sich nicht wundern, Birgit Sauer, eine großartige burgenländische Künstlerin, hat also genau diese Frauenskulptur gestaltet. Und seitdem wird sie seit 2010 an verdiente Frauen verliehen. Nochmal herzlichen Dank für die vielen Einreichungen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, dass Sie heute da sind. Danke auch an die Jury, die vorher schon vorgestellt wurde. Und wenn es heute um Aufholbedarf geht zwischen Männern und Frauen in Bereichen Verbände und Vereine und Gremien, möchte ich nur zwei Dinge noch hervorheben. Beispielsweise Christa Bretz, 100% Frau im Sport, eine ganz tolle Leistung, die du hier als ehrenamtliche Präsidentin vollbracht hast. Ein tolles Projekt des Sportministeriums mit dem damaligen Sportminister Norbert Darabosch, Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, Vorstandsvorsitzende Christa Bretz, herzlichen Dank an dich. Ich bedanke mich auch beim Präsidenten Senat Sivkovic, beziehungsweise der Sportunion Frau Präsidentin. Mit beiden konnte ich ein tolles Projekt gemeinsam machen, war wirklich sehr, sehr wichtig. Das Projekt hat Frau aktiv vernetzt geheißen, ich durfte dort mit unterstützen. Die Projektlaufzeit war von Juli 2010 bis Juli 2013, die Projektbegründung eines Jahres. Nämlich wirklich über dieses Setting die Zielgruppe auf sportaffine Frauen zu lenken. Und da haben wir viel gelernt. Das ist auch einer der Hintergründe aus beiden Projekten, warum wir heuer gemeinsam mit dem Frauenreferat uns entschieden haben, dass wir diesen Preis unter das Thema Sport stellen. Ich habe vorher gesagt, Work-Life-Talents, meine Damen, und da möchte ich mich an Sie wenden, schließe mich da direkt aus. Wir haben mehrfach Belastung im Haushalt, in der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Noch immer sind geschätzte 75% der Kindererziehung, aber auch der Pflege älterer oder bedürftiger Menschen noch in Frauenhand. Und wir haben Mehrfachbelastungen teilweise im Beruf und durch beruflichen Stress. Wir brauchen einen Ausgleich. Sport ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dabei wünsche ich uns die Zeit und auch die Umsetzung dieses Vorhabens. In dem Sinn nochmal herzlich willkommen. Freue mich, dass der Herr Landeshauptmann mit heute dabei ist, nicht nur Sportreferent, sondern weil ich in ihm einen Verbündeten auf der Seite der Frauen immer wieder finde. Herzlichen Dank dafür und ich darf schon an Sie zurückgeben, Frau Eichner. Alles Gute, eine schöne Veranstaltung. Dankeschön, Frau Landesrätin. Kommen wir noch einmal zurück zu Rosa Jochmann. Sie hat gesagt, wichtig ist allein der anständige Charakter. Und sie hat dazu gesagt, dass sie im KZ gelernt habe, anständige Menschen zu erkennen und
Menschen mit anderer Weltanschauung zu verstehen. Auch der Sport verbindet Menschen über Weltanschauung hinweg, über Sprachgrenzen, über Ländergrenzen hinweg. Und Sport ist auch eine Charakterschule. Und ich darf nun Landeshauptmann Hans Niesel bitten, ihm liegt ja besonders der Sport am Herzen, nicht nur als Sportreferent, sondern auch aus persönlicher Leidenschaft. Ich bitte ihn nun um seine Worte. Vielen Dank. Ja, liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Frauen, liebe Landesrätin, Bürgermeister, Jurymitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst ein herzliches Danke für die Einladung. Diese Einladung habe ich gerne angenommen, weil ich, wie bereits gesagt wurde, 14 Jahre für den Sport im Burgenland zuständig bin. Und ich kann nur eines vorausschicken. Der Sport ist zwar männlich Geschlecht, der Sport, aber der Spitzensport im Burgenland ist absolut weiblich. Denn wir haben mit der Julia Tumowitz eine Olympiasiegerin, wir haben mit der Nicole Trimmel eine achtfache Kickbox-Weltmeisterin und wir haben mit der Christine Hetfleisch, die auch hier ist, eine Weltcup-Siegerin im Grasskifahren. Um nur die drei wichtigsten und größten sportlichen Ereignisse eigentlich in der Geschichte des burgenländischen Sports hervorzuheben. Und ich denke, dass das zeigt, dass es hier im Burgenland bei uns große Impulse gibt, sportliche Impulse gibt, die von Frauen, von jungen Frauen ausgehen und die eigentlich Vorbild sind. Das muss man schon sagen, für die Jugend. Das ist absoluter Spitzensport und wir brauchen einerseits den Spitzensport mit diesen erfolgreichen jungen Sportlerinnen, aber auf der anderen Seite auch den Breitensport. Und genau diese Spitzensportler sind auch oft Vorbilder und auch die Motivation dafür, dass viele junge Menschen Sport betreiben und auch im Bereich des Breitensports. Und warum ist der Sport wichtig? Ich denke, wir sind uns einig, dass Sport die Gesundheit fördert, dass Sport eine sinnvolle Form der Freizeitgestaltung ist, dass Sport auch den Charakter formt, also ganz im Sinne von Rosa Jochmann, denn wer in der Woche oft 6-7 Mal trainiert im Spitzensport, wer in einem Team oder in einer Einzelsportart ist, der braucht auch einen starken Willen, der braucht auch einen starken Charakter, um das jahrelang durchzuziehen. Und wer sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport tätig ist, der wird durch den Sport auch entsprechend geformt. Also insofern viele, viele wichtige Aufgaben im Bereich des Sports. Ich bin auch der Landesrätin Dunst sehr dankbar dafür, dass sie schon zum 5. Mal den Rosa-Jochmann-Preis vergibt. Du hast darauf hingewiesen, es sind verschiedenste Bereiche. Es ist die Wirtschaft, es ist die Sicherheit, es ist der Sozialbereich und es ist der Sportbereich. Und natürlich sind Frauen in verschiedenen Bereichen benachteiligt. Und gerade zu einer Zeit, als Rosa Jochmann gearbeitet hat und politisch tätig war, war natürlich die Benachteiligung eine besonders große. Es ist einiges geschehen, aber es ist noch vieles zu tun. Und genau deswegen ist es wichtig und notwendig, dass Frauen auf die Bühne gebeten werden, dass man darauf hinweist, dass Frauen in ihrem Bereich, ganz gleich in welchem Bereich dieser Preis vergeben wird, Außerordentliches leisten. Das ist auch heute beim Rosa-Jochmann-Preis der Fall, dass eben der Bereich Sport herausgenommen wurde und auch im Bereich des Nicht-Profisportes tätig zu sein, ist es wichtig, Preise zu vergeben, denn wenn man Profi ist und absolut an der Weltspitze steht, na, dann ist man sowieso natürlich immer wieder auch im Blickfeld der Öffentlichkeit, das ist so, aber auf der anderen Seite im Halbprofibereich oder im Amateurbereich ist es natürlich viel, viel schwieriger, auch die Anerkennung zu bekommen, die einem zusteht. Und ich bin auch gerne gekommen, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass natürlich Frauen in unserem Heimatland Burgenland wesentliche Beiträge zum Aufstieg unseres Heimatlandes geleistet haben. Dass Frauen in vielen Bereichen erfolgreich tätig sind und dass dieser Stellenwert der Frauen auch durch diese Feier heute entsprechende Wertschätzung und Anerkennung bekommen soll.
Danke dir, Verena, dass du immer wieder diesen Rosa-Jochmann-Preis vergibst, dass du dich für Fraueninteressen einsetzt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in vielen Bereichen eine Voraussetzung, damit Frauen in den verschiedensten Bereichen auch tätig sein können. Und ich denke, und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zunächst den Nominierten, denn alle, die nominiert wurden, hätten sich wahrscheinlich den Preis in irgendeiner Form verdient. Die Jury muss Entscheidungen treffen. Gratulation an alle, die hier sind und vor allem besondere Gratulation an alle, die heute ausgezeichnet werden für besondere Leistungen. Gratuliere. Alles Gute und weiterhin viel Freude und Spaß beim Sport. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Dankeschön, Herr Landeshauptmann. 13 Frauen sind nominiert für ihre Leistungen im Sport. Und 9 davon sind heute hier. Wir werden sie gleich einzeln vorstellen und Sie können sie dann ein wenig kennenlernen, wenn Sie sie nicht ohnehin schon kennen, denn es sind sehr bekannte Namen darunter. Der Amateurbereich, ja, das ist immer so eine Sache. Sollten auch alle Profis Amateure sein, denn ein Amateur ist ein Mensch, der das, was er tut, liebt von ganzem Herzen. Und ja, das tun sie wahrscheinlich alle, die hier nominierten und sicherlich auch alle, die schon für die Vorauswahl eingereicht wurden. Schon langsam nähern wir uns dem Höhepunkt des heutigen Abends. Wir präsentieren jetzt die Sportlerinnen, die zum Rosa-Jochmann-Preis 2014 nominiert wurden, in alphabetischer Reihenfolge. Und alle Sportlerinnen, die unter uns sind, würde ich schon einmal bitten, ein Stückchen weiter nach vorne zu kommen und hier vorne vor dieser Präsentation Aufstellung zu nehmen. Wir werden sie jetzt einzeln vorstellen. Und ich beginne mit Barbara Vitriol. Ihre Sportart ist zu Unrecht oft als Kaffeehaussport verschrieben worden. Dagegen kämpft man heute noch als Billardsportler oder Sportlerin. Sie ist von Beruf Tourismusfachfrau. Sie wohnt in Eisenstadt. Wir begrüßen Sie mit einem liebevollen Applaus. Sie hat den burgenländischen Billardsport mit ins Leben gerufen und ist Aushängeschild des Vereins Pegasus. Sie ist mehrmalige Bezirksmeisterin und sie hat schon einen Preis bekommen, nämlich die Aspol Trophy 2007. 21 Medaillen hat sie zu Hause und wahrscheinlich noch viele mehr Damenmeisterschaftsmedaillen und sie kümmert sich ganz intensiv für die Jugend, um die Jugend. Einen herzlichen Applaus nochmal. Barbara Vitriol. Die nächste Sportlerin weit nicht unter uns, sie ist nämlich schon ganz, ganz fleißig am Trainieren. Es ist unsere Julia, Julia Dulmowitz. Wir haben alle mitgezittert mit ihr, mit der Sulzerin, die ja die Herzen erobert hat im Sturm. Sie ist Olympiasiegerin geworden und das, wie Herr Landeshauptmann schon gesagt hat, wirklich ein historisches Ereignis für das Burgenland. Wir werden uns sicherlich alle noch jahrelang daran erinnern. Ich glaube, es ist niemand im Raum, der diese spannenden Läufe nicht mitverfolgt hat. Sie ist Vize-Weltmeisterin, mehrfache österreichische Staatsmeisterin und mehrfache burgenländische Sportlerin des Jahres. Und knapp, wirklich nur knapp, ist sie hinter Anna Fenninger bei der Wahl zur Österreichs-Sportlerin des Jahres gelandet. Die nächsten Nominierten sind ein Paar. Auch schon Mannschaft des Jahres gewesen im Burgenland, der FC Südburgenland, eine Vorzeigemannschaft. Mädchenfußball, das hat auch noch ein bisschen so eine komische... Ja, ich bitte die beiden Damen heraufzukommen. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo verzeichnet, wie sie heißen. Das hat nämlich die Frau Rinkhofer mir hoffentlich irgendwo aufgeschrieben. Ich sage es Ihnen gleich. Wenn nicht, werde ich hinuntergehen und die beiden fragen. Ich kenne mich nämlich mit Fußball nicht aus und auch nicht Damen, Fußball, Frauen, Fußball, tut mir leid. Also es sind hier die Frau Koch, ja, und ach, was noch? So. Darf ich Sie bitten, sich kurz einmal vorzustellen? Ja, mein Name ist Susanna Koch. Ah, die Susanna Koch, jetzt weiß ich es, ja. Ja, ich bin Spielertrainerin vom Verein. Dankeschön. Und Kapitän. Und Kapitänin. Und Sie? Ich bin Frau Christine, ich bin die Obfrau. Einen Applaus für Susanna Christine Koch. So, der FC Südburgenland.
mehrfach ausgezeichnet mit den verschiedensten Preisen. Sie sehen es, kümmert sich um die Ausbildung von jungen Talenten, hochaktiv mit Sitz in Oberwart. Wann ist das nächste Spiel? Am Samstag. Am Samstag. In Linz. In Linz. Also bitte, Fans werden natürlich gerne mitgenommen, der FC Südburgenland. Kommen wir zur nächsten Sportlerin, die unter den Nominierten ist. Es ist eine Tänzerin, Jasmin Hatzl aus Bad Katzmannsdorf. Seit dem 7. Lebensjahr ist die Tanzbühne ihre Welt. Sie ist seit dem 16. Lebensjahr Trainerin, hat den Verein Dance Together gegründet und trainiert und leitet auch Kindertanzgruppen. Dann kommen wir haben Sie schon begrüßt, zu Christine Hetfleisch. Bitte schön, kommen Sie nach vorne und sagen Sie nach vorne. Weltcup-Siegerin 2014 im Grasski, Junioren-Weltcup-Siegerin, vielfach prämiert und platziert, vielfache österreichische Meisterin. Und einiges wird sie noch erreichen, denn sie ist noch sehr jung an Jahren, wie Sie sehen, im Oberdorf zu Hause. Wir drücken ihr auch für die nächste Saison natürlich alle Daumen. Wir kommen zu einer Läuferin und Triathletin, Bettina Horvath aus Rust. Sie hat einen Brotberuf, sie ist Leiterin der Sozialarbeiterin. Und für sie ist der Sport viel, viel mehr als für viele andere Sportlerinnen. Denn für sie ist der Sport gleichzeitig auch so etwas wie Therapie. Sie hat sich nach einer Krebserkrankung ins Leben zurückgesportet, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist burgenländische Meisterin in der Halbdistanz und sie hat schon viele, viele Wettbewerbe gemeistert. 10 Kurzdistanz-Triathlons, Mitteldistanz-Triathlons, einen Langdistanz-Triathlon mit den 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen. Und das alles mit Beruf, mit Sport, unter einem Hut. Bettina Horvath. Die nächste Dame wird oft scherzhaft Itzehoek des Burgenlandes genannt. Es ist Karin Lehner, bitteschön. Und Sie sehen, was für eine elegante Erscheinung sie ist. Es kommt von Turnen und von der Gymnastik. Sie hat in den 80er, 90er Jahren, man glaubt es kaum, das muss ja erst vorgestern gewesen sein, die ersten Erfahrungen mit Fitness gemacht und sie ist ganz intensiv in der Jugendarbeit tätig. Nochmal einen Applaus, bitteschön. Eine weitere mehrmalige Sportlerin des Jahres, Eva Pauschenbein. Ist sie unter uns? Kommen Sie bitte. Sie war 1999 Staatsmeisterin in der Jugend, mehrfache Staatsmeisterin und kümmert sich mittlerweile auch um die Jugendarbeit. 2003 hat sie einen Europameistertitel ins Burgenland gebracht. Eva-Maria Schimak ist heute nicht hier, denn sie trainiert auch. Sie ist in Neusiedl am See zu Hause und sie ist eine der Laserseglerinnen. Sie war bei den Olympischen Spielen in London mehrfache Weltcup-Teilnehmerin und sie hat bei den Damen-Staatsmeisterschaften immer wieder erste Plätze eingesegelt. Dann kommen wir zu einer Reiterin, Johanna Sixt aus Neuhaus in der Wart. Sie ist eine Nachwuchshoffnung, das sieht man auch am Titel Rookie of the Year. Sie ist schon bei großen Meisterschaften bejubelt und beklatscht worden. Die nächste nominierte Sportlerin ist eine Läuferin, Spitzenathletin, schon seit vielen Jahren. Nathalie Steiger aus Kroatisch-Geresdorf. Zur Rückkehr mit den Landesmeisterschaftstiteln kam eine Auszeichnung beim Wien-Marathon 2013, beste Österreicherin. Das muss man sich vorstellen, wie viele Läuferinnen da am Start sind. Sie hat auch das Landessport-Ehrenzeichen in Silber unter ihren zahllosen Auszeichnungen. Wir kommen zu einer Skifahrerin aus Rudersdorf, Alina Steurer.
Ordnungen im Land, mehrfache Landesmeisterin. Sie ist noch Schülerin der Landeskrankenpflegeschule und wohnt in Rudersdorf. Irene Strobel, Läuferin aus Hornstein. Meisterschaften betätigt, ist sie in der Arbeit für Seniorinnen tätig. Und auch das ist ganz wichtig, dass nicht nur die Jugend sportlich tätig ist, sondern dass auch Menschen, die schon zu den älteren Semestern gehören, nach wie vor gut in Schwung bleiben. Das sind sie jetzt, die Nominierten. 13 an der Zahl, 9 heute unter uns. Und ich bitte nun Landesrätin Verena Dunst zu mir. Denn es gibt, nachdem alle ja hervorragende Sportlerinnen sind und viel zu feiern hatten in diesem Jahr und in den Jahren davor, es gibt eine Urkunde und es gibt auch eine Flasche Sekt zum Feiern. Herr Landeshauptmann, bitte schön. Zuerst die Erinnerungsfotos. Noch einmal einen Applaus für alle Nominierten. Barbara Dicko, Susan Kumpelitz, Sito Mann, Kerstin Hansen, Kirsten Hettfleisch, Karin Lehner, Eva Brauschenbein, Eva-Maria Schimack, Johanna Sixt, Natalia Steiger, Alina Steurer und Irene Strobel. Auf der Homepage der Landesregierung Frauenreferat sehen, DGLG-EV.at. Und ich denke, die Fotos werden auch ins Erinnerungsalbum der Nominierten. Gibt es ein tolles Dankeschön vom Landeshauptmann? Ich lade die Damenmannschaft ein zum nächsten Spiel der Fußballnationalmannschaft im Wiener Happelstadion, das jetzt ständig ausverkauft ist, und den kriegst du das nächste Mal beim nächsten Heimspiel 20 Karten. Danke. Ja, formuliert, alle im Raum wissen wir es. Sie hätten jede einzelne verdient, dass sie jetzt hier herauskommen und den Rosa-Jungmann-Preis verdienen. Sie gestatten aber trotzdem, es hilft nichts, die Jury hat sich entscheiden müssen. Ihr herzlichen Dank, ich höre noch das Jammern der Jury, die sich wirklich schwer getan hat, aber es gibt nichts, es muss eine Dame die Siegerin sein. Und die Siegerin ist eine Dame, die den Sport als Therapie genutzt hat. Eine Dame, die den Sport genutzt hat, damit sie weiterleben kann, überleben kann und dabei gesund bleibt. Ich darf sie herausbitten. Liebe Frau Horvath, Sie sind ja auch sonst für in Ihrem beruflichen Bereich ein Vorbild. Sie haben sich auch von Ihrer Krankheit nicht unterkriegen lassen und weitergearbeitet, leisten hier im sozialen Bereich großartige Arbeit, helfen anderen Menschen damit. Viel Kraft und Erfolg über den Sport und durch den Sport weiterhin. Alles Gute. Danke. Ich möchte sehr erwähnen, sind die Augen jetzt feucht geworden? Ja.
das ist irgendwie immer total gerührt, ja. Hätten Sie damit gerechnet, das sagt man doch immer nach diesen sportlichen Leistungen, das ist eine tolle Leistung, die Sie in den vergangenen Jahrzehnten erbracht haben? Nein, hätte ich nicht damit gerechnet, weil das für mich zwar schon was Besonderes ist, ist aber keine so tolle sportliche Leistung. Ja. Ich habe mich gut vorbereitet drauf und für mich war das Tolle, dass mein Körper wieder so funktioniert und zu solchen Leistungen imstande ist. Ja. Also diese Distanz zu bewältigen und ich habe einen Spaß gehabt dabei, es hört sich komisch an, aber es ist so. Spaß bei Triathlon, das hört sich wirklich ein bisschen komisch an. Auch weiterhin alles Gute, was steht denn für Sie als nächstes auf dem Programm? Naja, das nächste Jahr ein bisschen ruhiger angehen, weil die Trainingsumfänge sehr, sehr viel waren. Also es waren 15 bis 20 Wochenstunden zusätzlich zu meiner Arbeit. Nicht immer einfach unterzubringen. Ja, schon bis zur Halbdistanz, das Training lässt sich gut vereinbaren. Langdistanz plane ich für nächstes Jahr einmal nicht. Alles Gute für die kommenden sportlichen Leistungen, die Sie erbringen werden. Ich darf Sie nun für die Fotografen. Bettina Howard, heute super Preis gewonnen. Wie fühlen wir Sie da? Ja, ich bin ganz gerührt über die, also erst über die Nominierung durch den Dr. Fuhrmann. Ja, da haben wir gedacht, okay, der nominiert mich jetzt, aber ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass ich da jetzt diesen Preis bekomme. Und der Rosa-Jochmann-Preis ist schon was Besonderes, weil sie einfach so eine besondere Frau war. Ja. Und ich finde das toll und freue mich. Ja. Und was ist Ihre Zukunft jetzt nach so einem tollen Preis? Naja, die Zukunft ist, morgen gehe ich wieder arbeiten. Ja, da wartet sehr viel Arbeit, aber Arbeit, die ich sehr gern mache. Ja, die Ziele für nächstes Jahr sind noch nicht ganz klar, aber ich habe wieder mit dem Trainingsplan begonnen. Ja, und schau, was mich dann nächstes Jahr freut. Also es wird ein bisschen lockerer sein als heuer. Haben Sie einen Ratschlag für die anderen Frauen? Ja, man soll an sich selber glauben. Sie Ziele stecken, auch wenn man sie im ersten Moment denkt, das schaffe ich nicht, trotzdem sich motivieren und daran glauben, dass man sie schaffen kann. Auf die Leute hören, die an das zutrauen und die, die skeptisch sind, ausblenden. Und den Humor bewahren, das ist ganz was Wichtiges. Das glaube ich auch, das braucht man. Wir von der CCM TV gratulieren ihr recht herzlich und danke für die Interview. Herzlichen Dank.